Hallo, hey Moin und willkommen zurück zu yet another Pokémon Fire Red Hack. Boah, sind wir nostalgisch. Ich sehe schon, wir sind im Mondberg. Und ich bin gespannt, ob Nereso sich schon das Team Rocket-Mitglied da oben vorgenommen hat. Finden wir es okay? Wir scrollen hoch und wieder runter. Wir, Team Rocket, sind Pokémon-Gangster. Wir schlagen Angst mit unserer Stärke. Okay. Das ergibt übersetzt bestimmt irgendwie einen Sinn. Aber nicht, wenn Quid noch am Schlüssel ist. Und ich hätte ganz gerne nochmal einen Blick ins Team geworfen, denn wir haben einen Neuzugang. Solid Snake, ein... Ich wollte gar nicht tauschen. Ja, ich wollte natürlich sagen, ich möchte direkt austesten, was der gute Solid, die gute Solid Snake so auf dem Kasten hat. Und, ich wollte eigentlich nur gucken, was der Resus denn Schönes gefangen hat. Und es ist ein Onix. Darf man sich denn mal das Wesen des Onix anschauen? Mehr als reinwechseln kann ich es ja sowieso nicht mehr. Hartes Wesen. Das kann ich sogar aus dem Kopf beantworten. Das ist plus Angriff, minus Spezialangriff. So eins der vier, ja, berüchtigten, oft verwendeten Online-Kampf-Wesen. Und das passt beim Onix, glaube ich, ganz gut. Rock Head prevents Recoil Damage. Also für so... Ich wollte gerade sagen, Ruckzuck geben. Nee, für Risikotackle und so, ne? Ja. Eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Erlernen wir den Risikotackle und so? Man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. Ja, im letzten Part sind mir ja ein paar Fails unterlaufen. Der letzte Part war, also mein Part, war durchaus failreich. Unter anderem alleine dadurch, dass ich komplett nicht gemerkt habe, dass Mantis fehlt. Es ist mir einfach schlichtweg nicht aufgefallen. Da hat sich der Nereso auch ganz gut schon drüber witzig gemacht, dass dem Quid noch halt einfach nicht aufgefallen ist, dass da ein Teammitglied fehlt, das vorher da war. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das eigentlich auch ziemlich ziemlich schlecht. Und ja, jetzt im Nachhinein, jetzt wo er es sagt, sehe ich es auch. Da fehlt Mantis und irgendwie macht mich dieses Blutzug ganz schön fertig. Aber ich möchte keinen Trank benutzen, denn Deutschland, mein Geld ist knapp. Deshalb setze ich mal Crusher ein. Was war noch ein Fail? Ja gut, das mit dem Primärbein habt ihr mitbekommen. Ein anderer Fail war, ich habe ja Tequila Flammenrad beigebracht. Zumindest dachte ich, dass ich ihr Flammenrad beibrachte. Stattdessen war das Feuerwirbel. Ja, da hat Nereso mich drüber aufgeklärt, so warum ich denn Glut für Feuerwirbel wegmache, obwohl Glut denn doch noch um 5 Punkte stärker ist. Ja, halt, weil ich dachte, das wäre halt Flammenrad. Aber Flammenrad, dieses Rätsel kann ich jetzt so weit lüften, heißt Flame Wheel. Und, ja, also wenn ich das nächste Mal hier irgendwie Flame Wheel oder so sehe, dann weiß ich, ah, dieses Mal ist es aber Flammenrad. Vielleicht sollten wir Tequila auch mal... Oh, Mr. Prince hat sich entwickelt, das sehe ich jetzt erst. Jetzt haben wir ein Nidorino auf Level 16 schon. So fix hat sich das entwickelt. Sieh mal einer, guck, dann ist es vielleicht sinnvoll, Tequila auch entwickeln zu lassen. Was meint ihr? Dann packe ich gleich am besten mal Tequila nach vorne. Das war ja auch zu Beginn so. Vielleicht hatte Nereso das auch schon so ein bisschen beabsichtigt. Das kann natürlich gut sein. Disable. Jetzt können wir keine Hornattacke mehr einsetzen. Nicht so gut, nicht so gut. Ja, da ist Schnabel noch das geringste Übel hier. Kann natürlich eine Weile dauern, wenn das jetzt die ganze Zeit Härtner einsetzt, das gute Slimer. Das hat in der Alola-Region, also in der 7. Generation ja auch, eine andere Form. Die sogenannte Alola-Form, Alola-Region. Kann ich jetzt schon wieder? Nö. Ich finde es gut, dass man, wenn das die Attacke so disabled ist, dass man da, falls man da aus Versehen draufkommt oder so, und falls man gucken will, ist das denn noch disabled? Dass man da nicht den Zug verbraucht hat, so, und der Gegner sich so freuen kann. Das wäre natürlich blöd. Ich glaube, wenn man eine Attacke, ist das so, wenn man eine Attacke einsetzt, die 0 AP hat, dass das dann als verschwendete Runde gilt. Irgendwas war mal so. Da hat man irgendwas ausgewählt, was nichts gebracht hat.
Also jetzt mal aus abgesehen von Schubfehl als Sachen so. Da war halt der Gegner wieder dran und du hast Pech gehabt. Irgendwas gab's da mal. Aber was genau? Weiß ich gerade nicht. Oh, jetzt kann ich wieder Schnabel machen. Dabei habe ich mit Hornattacke doch nicht mal getroffen. Ich habe mit Schnabel aber auch nicht getroffen, muss man dazu sagen. Ja. So ist das. Ja, mein anderer Fail, wo wir gerade Mr. Prince drin haben. Ich war ja irgendwie, also in dem Part hat, glaube ich, zweimal die Fähigkeit Giftdorn gegriffen, also dass die Gegner vergiftet werden, wenn sie mich physisch angreifen. Und trotzdem habe ich da irgendwie gedacht, dass unser Nidoran Übereifer hat. Was halt so eine versteckte Fähigkeit ist, die Nidoran bekommen kann, aber hier stand sie halt im... Boah, ich muss mal auswechseln. Hier stand sie halt im Pokédex-Eintrag. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich war wirklich davon ausgegangen, Nidoran hat Übereifer und hatte mich dann so schön auf mein spezielles Nidoking gefreut. Und ja, dem war er dann ja nicht so, weil es hatte Giftdorn und kann demnach keine rohe Gewalt bekommen. Hier, Firespin, setzen wir es doch direkt mal ein. Das gute alte Flammenrad. Ja, ja. Wird Quidnow jemals einen Part ohne irgendeinen Fail hinbekommen? Ich, hab es aufgeblasen. Ich habe es weggeblasen. Sagt man wohl so. Sagte man bestimmt so. Also. Ach, der Killer ist ja noch vorne. Ich habe es ja noch gar nicht gewechselt. Hier rechts war wahrscheinlich ein Item. Will Nerissa mir damit sagen, dass wir hier etwa einen Mondstein finden? Dann könnten wir theoretisch direkt Nidorino zu Nidoking entwickeln. Weil der Heck meint ja, die Pokémon würden auch noch Attacken erlernen, wenn sie voll entwickelt sind. Also durch diese Steine entwickeln. Ach so. Ein Sternenstück nur. Aber das kann man jedenfalls gut verkaufen. Und ich bin geneigt, gleich mal. Ich weiß, dass wir nur noch einen Schutz haben. Aber ich bin geneigt, den auch irgendwie in naher Zukunft zu verwenden. Weil, wenn nicht jetzt. Wann dann? Ich habe keinen Doppelkick. Ich habe noch keinen Doppelkick. Dann werde ich fliehen. Wir sind zwar nicht so mega schnell, aber wenn da so ein Onix oder sowas ankommt, da haben wir, glaube ich, noch ganz gute Karten, was Initiative angeht. Und davon hängt das ja auch so ein bisschen mit ab, ob man flüchten kann oder nicht. Und vom Level des eigenen Pokémon natürlich auch. Und auch da ist Tequila vorn. So. Also, wenn mich meine Mondberg-Studienarbeit von damals nicht täuscht, sind wir hier noch gar nicht so mega weit gekommen, kann das sein? Wir sind ja doch recht. Links von uns ist doch noch der Eingang, oder? Hä? Also Nereso meinte zwar schon, ja, er hat nicht so mega viel erreicht und so, und er hatte mich schon so gefragt, wie das mit den Fossilien ist, wenn er da ist, welches er denn wählen soll. Hi, ich bin ein extravaganter, nein, für Fossile hier im Mondberg. Manchmal ist Rocco hier und gibt mir seine Hand. Ja. So ist das also. Naja, bei Misty ist es ja so, die steht in der, ich glaube, das ist aber nur in der zweiten Generation so. Da steht sie mit Rocco oben an diesem Cup, der weiß ich jetzt nicht, was für ein Cup das ist. Und die stehen dann so zusammen, voll romantisch. Und naja, dann ist Rocco wohl nicht nur mit Misty zusammen, sondern auch mit diesem extravaganten Macker hier. Und hier haben wir die Göre Miriam. Und Miriam setzt ein. Oh, das passt mir ganz guti, denn ich habe Flammenrad, Kappa. Feuerwirbel. Wow, das macht echt. Das kloppt, aber dafür haben wir das im Vortex getrappt. Oh, Synthese. Oh nein. Ah. Versuchen wir Schnabel. Wir sind eh physisch. Ja, ungefähr gleich, würde ich sagen, ne? Oh, nee, gehen wir weg mit Paralyse und so ein Schnack. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt noch Paraheiler oder sowas in unserem Besitz wissen. Genau, so läuft der Lachs. Machen wir weg das Pitilili. Und als nächstes kommt ein Cottony. Und das werden wir auch nochmal Feuerwirbeln. Flammenwirbel, Feuerwirbel? Ich glaube Feuerwirbel. Und auch du wurdest getrappt in den Vortex. Ist das eigentlich hundertprozentig so, dass die Gegner in den Vortex getrappt werden? Weil das ist eigentlich immer ganz cool, so ein bisschen Bonusschaden so.
sind wir allerdings doch paralysiert worden. Ich werde mal eben einen Blick riskieren in den Beutel. Nö, nur Gegengift. Na, toll. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal damit leben, dass die Gegner uns jetzt vermutlich alle outspeeden werden. Weiß ich jetzt nicht, ob diese mega langsamen Pokémon Kleinstein und so das jetzt auch noch tun, aber hier ist es ja noch so. Paralyse minus 75 schmackhafte Prozent auf die Initiative, ne? Das knallt natürlich ordentlich. Oh! Spring has come! Oh yeah, unser Tequila wurde zu einem Kombusken und versucht Doppelkick zu erlernen. Ja, wie gesagt, zumindest damit habe ich nicht gefällt, mit meiner Erinnerung, dass das Doppelkick erlernt. Oh Mann, hier hätte ich einfach mal gucken müssen, ne? Von der Beschreibung her und so hätte ich ja auch erkannt, dass das... Jetzt machen wir mal Scratch weg, weil normale Attacken sind eh gegen nichts sehr effektiv. Und gegen Geist bringen sie gar nichts. Also. Gut. Lassen wir das erstmal nach vorne. Ja, nein. Das haben wir schon entwickelt. Jetzt packen wir mal Crusher nach vorne. Weil Crusher ist halt nun mal so ein Pokémon, das ist voll entwickelt. Das wird, je länger wir es haben, desto nutzloser wird es einfach, weil es einfach nicht mehr wirklich stärker wird. Würden wir da unten einen Mondstein finden, wenn wir da runtergehen? Ich bin geneigt, da mal hinabzusteigen und nachzusehen. Also, falls wir dieses Onyx One-Hit nehmen, dann wäre das immer nützlich, so ein Free-Kill. I die! Also, so war das aber jetzt nicht gemeint mit Crusher. Nee. Nee, ich will nicht. Ich will fliehen. Oh, und die anderen sind auch so geschwächt. Und Twitterina ist Level 7. Also nein. Quitnow kann definitiv keinen Part ohne Fail machen. Und das war jetzt auch nicht mal so ein Tod irgendwie bei Nereso oder so. Das war jetzt einfach so ein typischer Quitnow, bedenkt nicht, dass das Teil ja eventuell nicht vorhanden ist und dann Steinwurf mal. Was dann ein Smetbo einfach mal wegsnackt, natürlich. Ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Dann heilen wir eben ein paar unserer anderen Pokémon mal, damit die ein bisschen weiterkämpfen können. Ein Mitstreiter ist uns ja gerade abhanden gekommen. Ich glaube, ich setze. Ich verballer sogar alle Tränke jetzt immer auf Mr. Prince. Und, ich werde das dann auch nach vorne packen. Oder? Nee, Jutta. So. Ja! Das lief nicht so geil. Das lief nicht so geil. Was ist das? Ein Moonstein. Ein Moonstone. Angeblich ist das Raub. Work up. Das ist Raub. Wir haben kein Unlicht-Pokémon. Das ergibt auch noch nicht so mega viel Sinn. Und das hat bereits eine Stärke von 25. Normalerweise hätte es hier eine Stärke von 10, aber das wurde schon geupgradet auf die 5. Gen. Ich glaube, ab da hat es eine Stärke von 25. Wir ziehen hier einen großen Job ab. Verliere dich, Kind. Ich weiß gar nicht, welche Musik ich besser finde. Die von Team Rocket oder die von Aqua und Magma. Die ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. Warum die das geändert haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat der Hack-Ersteller einfach eine Vorliebe für diesen Battle-Soundtrack mehr als für Team Rocket. Ich kann ja nochmal so eine Community-Frage raushauen. Was ist euer meistgespielte oder die meistgespielte Pokémon-Edition? Oder habt ihr vielleicht... Du wechselst aus... gegen ein Zuro-Keks. Ich weiß... Oh, der hat Bedrohung. Ich weiß, dass du Verfolgung hast.
Ja, ich habe den Tod gesehen von Nerestu. Das war schon. Das war schon was. So einen Tod habe ich in früheren Projekten bei mir ja auch schon mal erwartet. Okay, du klopfst mir ein bisschen zu viel. Dann kommt. Ich habe keinen Trank und wenn es Verfolgung hat, bin ich tot. Wenn ich dranbleibe, bin ich tot. Also wechsle ich aus und hoffe, dass du keine Verfolgung hast. Ha, das scheinst du tatsächlich nicht zu haben, oder du hast es halt einfach nicht eingesetzt. Stattdessen Sandwirbel. Es war jetzt echt gerade so ein Moment, ne? Wo ich mir so dachte, es wäre richtig cool, wenn Doppelkick daneben geht. Dafür vergiftest du dich jetzt vielleicht. Ja, ja, du kannst diese Expidermis-Fähigkeit, diese Schätzkin, nicht haben, da du schon Bedroher hast. Das war eigentlich ziemlich nice, wenn man so... Also ich hatte meinen Irokex, das hatte Erholung und hatte diese Expidermis-Fähigkeit, also diese Häutungsfähigkeit. Und die heilt halt zu 30%, glaube ich, jeder Runde das Statusproblem. Und wenn man dann Erholung gemacht hat und so erstmal pennt, ist natürlich mega nice, wenn man halt einfach direkt in der nächsten Runde wieder durch die Fähigkeit aufwacht und wieder angreifen kann. Hat sich halt mal eben easy wieder vollgeheilt. Vor allem Irokex ist auch ein bisschen tankiger. Und das war schon ziemlich cool. Aber nochmal eben zurück zu der Frage, welche Pokémon-Edition habt ihr mehrfach gespielt oder ihr halt auch am meisten gespielt? Habt ihr vielleicht gar keine Pokémon-Edition doppelt gespielt? Und falls doch, welche ist denn das? Und habt ihr da einen speziellen Grund für? Eta, na, das hätte doch jetzt auch gut der Mondstein sein können. Okay, dann packe ich Jutta jetzt mal weg und Mr. Prinz nach vorne. Es sieht mir gerade, wenn ich so Twitterina und Solid Snake ansehe, bald mal so aus, als wäre da ein bisschen Offscreen-Training fällig. Aber lasst uns doch erstmal durch den Mondberg kommen, würde ich sagen. Lasst uns erstmal durch den Mondberg kommen. Da reden wir in Azuria City nochmal drüber. Können wir nochmal ein Wort drüber schnacken. Ja, mal gucken, wie weit ich komme in den Mondberg. So wie es im Moment aussieht, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich es dieses Mal durchschaffe. Dann hätte Nerestu jedenfalls wieder die Möglichkeit, ein Fossil auszuwählen. Aber dann habe auch ich in diesem Part nicht viel erreicht, zumindest nicht viel Positives. Ich habe ja was erreicht, ne? Okay, ich glaube, ich werde jetzt den Schutz einsetzen. Das geht mir langsam ein bisschen auf den Zeiger. Und das muss ja nicht sein. Kann ich jedenfalls ein Onix machen? Nee, ich versuch's gar nicht. Ich versuch's doch gar nicht. Erstens kommt wieder gleich irgendwas Blödes für Finale. Nee, Onix kann, glaube ich, kein Finale. Aber trotz des und nichts erstmal Schutz einsetzen. 100 Schritte waren das, ne? 100 Schritte! Hä, hey, du greifst mich nicht an? Wann riechst du hier schon? Bist du hergekommen, um diese Höhle zu explorieren auch? Eigentlich wollte ich die nur durchqueren, um zur nächsten Stadt zu gelangen, Josh. Ich bin auch mal gespannt, am Ende des Mondberges, da stehen ja so zwei Trainer. Oder Trainer, halt solche Kampfmaschinen, solche Testopumper. Und die bringen einem ja eine Attacke bei. Und normalerweise ist das ja mega Kick und mega Schlag, mega Punch. Irgendwie so. Oh, Hypnose. Und ich bin gespannt, ob der das geändert hat. Und ob das vielleicht ein paar, also ein bisschen nützlichere Angriffe sind. Das war ja hier auch so ein System. Das gab es, glaube ich, später auch nicht mehr. Dass man halt einmal ein Pokémon zu den Leuten bringen kann. Und denen bringen die dann halt eine Attacke bei. Und danach ist halt, ja, beigebracht. Also noch ein bisschen unflexibler als TMs. Aber immerhin. Bisschen was anderes. Jetzt darf ich die Kieler reinschicken, ey. Boah. Nerestu wird mit einem ganz schön geknechteten Team hier anfangen, fürchte ich. Das wird nochmal eine Herausforderung. Nicht, dass er dann so indirekt durch mich noch so ein paar Teammitglieder verliert. Weil die so geknechtet sind hier. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Aber ja. Hätte ich, wie gesagt, ne, nicht so viel Geld ausgegeben für die Pokebälle, wo ich gedacht habe, ab 10 gibt es einen Premierball. Das ist normalerweise auch wirklich so. An diesem Hack irgendwie nicht.
Ob das jetzt im normalen Feuerrot auch noch nicht so ist, bin ich mir nicht mal sicher. Auf jeden Fall bei den neueren ist es auf jeden Fall so. Und da hätte ich gedacht, das wäre hier auch schon so. Ja. Dass das Spiel einen fragt, ob man nach dem ersten Schutz einen weiteren einsetzen kann, kann ich leider nicht demonstrieren, denn ich habe ja nur einen gekauft. Und viel mehr hat das Geld dann auch nicht mehr ausgereicht. Deshalb, ja, verlieren stinkt. So, ich würde sagen, viel mehr werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich würde sagen, den Trainer nehmen wir noch mit. Ist das ein Trainer? Das ist ein Trainer. Der hat sich so, ich rede nur mit dir, NPC-mäßig bewegt. Wow, du hast mich erschreckt. Ach so, du bist du ein Kind. Was willst du das denn heißen? Ich hab einen Orden, hast du einen Orden? Ich dachte immer bei den Wanderern, das ist so eine Kriegsbemalung im Gesicht. Aber das werden wahrscheinlich Haare sein, ne? Das habe ich immer gedacht. Ja, ja. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich schlafe noch. Oh, hat Onyx etwas, was mich one... Also, one-hit, ne? Was mir meine 15 KP... Oh, ich weiß es nicht. Okay, jetzt bin ich raus. Da bin ich raus. Nee, nee. Nee, nee, nee. Minus 100% Verteidigung. Das geht auf keine Kuhhaut, auf keinen Fall. Bleibe ich da drin. Ich bin gerade schon wieder am Überziehen. Wow. Jetzt weiß ich, was Nereste meint mit. Er hat das Gefühl, dass er nicht viel erreicht hat. Weil, ich habe wahrscheinlich, also konnte seinen Mondbergpart ja noch nicht sehen, weil ich darf den halt ja erst sehen, wenn ich diesen hier aufgenommen habe. Aber ich habe wahrscheinlich weniger erreicht als er. Na schön. Ich habe ein Pokémon entwickelt. Ja, das ist doch was. Und die nicht so tollen Sachen zählen wir am besten gar nicht auf. Ja, paralysiert. Und du unleashed Energie, aber ich habe dich jetzt zum Glück nicht getroffen. Deswegen mache ich mir da gar keinen Korb. Aber wir können Onyx one-shotten. Das ist relativ cool. Wir können es doppelt kicken. Das fand ich auch immer so. Moment, muss man eben schauen. Ist das hier so? Kick F4 mal bei Doppelkick. Zuschuss. Kreischrei. Na, das kann schon gefährlich sein. Ne, hier ist es sogar so, dass er nur zweimal zutritt. Manchmal ist es so bei solchen Attacken, wie zum Beispiel Duplex-Hieb, da macht der, ja, einmal so hier links, rechts. Und dann nochmal links, rechts und so weiter. Wo man ja denken könnte, das ist ja schon nach einer Mehrfachattacke benannt. Macht aber bei jedem Hit mehrere Treffer schon. Verstehen Sie? Oh, der Mondstein. Der war jetzt ja gar nicht so schwer zu finden. Einfach nach oben gehen. Na gut, wenn man direkt so auf die Leiter zugeht. Ja, das sieht man doch trotzdem, oder? Weiß ich jetzt nicht, wie man den krass übersehen kann. Naja, dann würde ich sagen, bevor ich noch allzu sehr überziehe, überlasse ich Nereste das Feld. Ich schaue nach unten. Nereste weiß, wo es lang geht. Der Part lief leider nicht so gut. Daher keinen lustigen Spruch jetzt. Sorry, tut mir leid, aber ich bin mir sicher, bei Nereste brennt jetzt wieder die Bude. Also, bis dann und ciao. Viel Spaß bei Nereste, euer Goodnow.